Erstens Schokoriegel essen. Kalt. Jedes kalte Mädchen wünscht sich doch einmal einen leckeren Schokoriegel zu essen. Oh Mann, ist das heiß. Viel zu warm. Das schmilzt ja fast. Ich glaube, ich habe eine Idee. Einfrieren, mal sehen, wie es jetzt ist. Schön hart, so wie ich es mir wünsche. Perfekt. Schokoriegel essen, heiß. Ich habe mir einen leckeren Schokoriegel mitgebracht. Okay, mal sehen, wie er schmeckt. Das ist ja viel zu kalt. Das muss ich irgendwie aufwärmen, aber wie? Ich habe da so eine Idee. Okay. So wie ich es mir wünsche, fast zerlaufen. Aufstehen, heiß. Es geht doch nichts über einen schönen Morgen, an dem man ordentlich aufwacht. Meine Haare sind fast perfekt, sie müssen nur noch ganz kurz gebürstet werden und ja, das geht. Die brauche ich nicht mehr. Okay, aber irgendetwas fehlt doch noch. Ich hätte es fast vergessen, mein Feuerbonbon. Das ist so lecker und es gibt mir Kraft und Energie. So lecker. Okay, dann starte ich den Tag jetzt mal. Aufstehen kalt. Auch ein kaltes Mädchen braucht genügend Schlaf. Aber jetzt bin ich ja wach. Meine Klamotten perfekt. Meine Frisur könnte noch ein wenig gestylt werden. Die Haut ist auch frisch. Einmal kurz durchkämmen und ich sehe schon perfekt aus. Okay, ich gehe aber nicht aus dem Bett, bevor ich nochmal meinen süßen Teddy geknuddelt habe. Okay, jetzt kann ich aufstehen. Tanzen. Kalt. Okay, Zeit für meine tägliche Ballettübung. Das ist echt Pflicht. La, da, la, da, la. So, das war's für heute. Dann bis morgen Ballett. Tanzen, heiß. Mir ist so langweilig. Was könnte ich bloß machen? Ich habe eine Idee. Ich kann doch einfach tanzen. Das mache ich immer nur aus Lust und Laune. Musik an. Okay, es macht so Spaß. Hey. So, genug für heute. Yoga, heiß und kalt. Auch wenn Feuer und Eis sehr verschieden sind, tja, sie machen trotzdem beide Yoga. Bloß, dass die Arten, wie sie das machen, etwas verschieden sind. Guck dir das heiße Mädchen an. Es hat so viel Spaß beim Springen. Während das kalte Mädchen ganz normale Übungen auf dem Ball macht. Karabumm! Und hat euch unser Video gefallen? Wenn ja, dann gebt diesem Video unbedingt einen dicken, fetten Daumen nach oben und abonniert auch gerne unseren YouTube-Kanal! Yay! Ganz genau! Und ihr solltet dieses Video auf jeden Fall mit all euren Freunden teilen, damit sie sich auch mit Lachen an alles freuen können. Oh mein Gott! Und habt euch unser...